Gerüchteküche Nummer 161. Ich grüße euch recht herzlich und zwar heute mit den beiden folgenden Themen. Und zwar zum einen geht es heute um das nächste Comic-Event. Inframarama ist mittlerweile Teil Nummer 6 schon an der Zahl an den Comic-Events. Dazu die ersten Bilder und Infos, was wir da zu tun haben. Und es geht zum anderen auch um weitere Infos zum großen, großen erwarteten Feature des Jahres 2014, wenn es hoffentlich dieses Jahr noch kommt. Aber ich glaube ja, die Rede ist natürlich vom Korallenriff. Gut, beginnen wir mit dem Comic-Event. Sollte also möglicherweise ist dann schon das nächste Event nach dem Halloween-Event und der übernächste. Oder überübernächste, aber ich denke mal, es wird definitiv dann im November stattfinden, das Comic-Event Teil 6. Und was müssen wir dabei tun? Und zwar, wir müssen, das kommt für einige sicher sehr, sehr überraschend, wieder etwas anpflanzen. Es gibt wieder zwei Eventpflanzen an der Zahl. Zum einen haben wir da Nieswurz, zum anderen Flittermoon. Hier die beiden Bilder dazu. Ich hoffe sehr, dass es sich hier beim Flittermoon handelt und hier beim Nieswurz. Möglicherweise habe ich das doch vertauscht. Ich bin nicht der große Pflanzenexperte, aber das sieht man mehr noch im Mohn aus. Wenn ich mich wieder korrigiere, mir gerne in den Kommentaren. Ja, und zum anderen soll dabei auch wieder etwas droppen. Da bin ich mir jetzt aber ziemlich sicher, dass das auch so aussieht, wie es heißt. Die Lichterkette. Ja, möglicherweise soll auch noch ein zweites Drop-Item geben. Das hier oder das hat mit etwas anderem zu tun. Fragezeichen. Und zwar sieht man hier schon Mühlenflügel oben. Da kommen wir jetzt näher noch dazu. Und vorher natürlich, es gibt natürlich auch wieder Eventkörbchen zu kaufen. Und zwar nicht zwei, sondern auch hierbei wieder drei Eventkörbe. Das ist ja in letzter Zeit immer dann neu, dass es immer drei Eventkörbe zu kaufen gibt. Also die beinhalten dann eben zum einen Zubringer, zum anderen natürlich hauptsächlich dann eben die Eventpflanzen und Drop-Item, ein bisschen quasi ein Starterpaket. Kleines Eventkörbchen für 1,99, der für 5, 6 Euro oder so. Und der größte für rund 10 Euro beinhaltet unter anderem auch einen Karotten Apfelschatten, wenn ich das richtig hier sehe mit meinen Adleraugen und Frühlingskränzchen. Also Handwerksprodukt. Und auch recht interessant, what is denn das hier? Haben sie denn bei Farmwell hier den Flügel rausgerissen? Also das hier. Oder was ist das? Ja, und da hat dieses Tierchen was mit zu tun. Der Maulwurf. Ne, der Maulwurf hat jetzt nicht den Farmwheel jetzt hier das, beim Farmwheel das rausgerissen, sondern es soll bei diesem Event dann möglicherweise eine Maulwurf-Werkstube neu zu erspielen sein. Das ist in dem Sinne nichts Neues, dass beim Event eine exklusive neue Werkstube zu spielen ist, weil ja damals mit der Maus und mit der Käserei schon so und jetzt auch bei diesem Comic-Event Teil 6 soll man also neu die Maulwurf-Werkstube erspielen können. Und ja, Maulwurf statt der normale, den kennen wir bereits hier, den kann man ja bei den Stallmeistern mit etwas Glück ergattern. Soll jetzt also auch eine Werkstube draus bekommen und da kommen wir jetzt auch wieder zurück zu diesen Farmwheel oder Mühlenflügel sozusagen. Und zwar die Werkstube soll Segelmacherei heißen und soll dann eben auch, ja, die Sachen von der Mühle oder vom Farmwheel dann eben auch produzieren als Erzeugnis. Wenn es dann so ist. Fix ist es natürlich nicht, möglicherweise hat das irgendwas ja auch noch mit zu tun, dass man vielleicht das braucht, eben hier vielleicht ein ganz neues, anderes, wer weiß. Vielleicht kriegt man es auch in die Werkstube dann rein, da hofft man, das ist, weiß ich nicht, etwas Droppendes oder sonst irgendwas oder einfach nur hier ein Drop-Item, also nicht neues Werkzeug, nach dem Werkzeug sieht es ja nicht unbedingt aus, muss man sagen. Also hier möglicherweise Drop-Item oder komplett was anderes, oder vielleicht braucht man es auch für die Werkstube. Es sind noch einige Gerüchte da, aber jedenfalls kurz und knapp zusammengefasst: zwei Wendpflanzen bekommen gewinnt, Drop-Item, möglicherweise zwei Drop-Items und neue auch als Gewinn, unter anderem neben Items, die man natürlich erspielen kann. Wenn die Bilder dazu raus ist, kommt natürlich auch nochmal eine Gerüchteküche-Ausgabe. Soll es eben auch eine Maulwurf-Werkstube neu geben, wie die genau die aussieht. Kann ich euch leider mittlerweile nur auch noch nicht zeigen. Hoffentlich kommt auch dazu bald das Bildchen bzw. Animation raus. Jetzt zum Thema Nummer 2. Und zwar geht es um das Korallenriff. Dieses Bildchen, das ist ja kein neuer, das ist ja bereits seit einiger Zeit draußen. Aber es sind einige interessante neue Begriffe mittlerweile aufgetaucht rund ums Korallenriff. Seid ihr jetzt hier eingeblendet, Steinkoralle, Feuerkoralle, unter anderem auch ein paar neue Tierchen, die gleich auf Anhieb vielleicht dabei sein sollen. Schildkröte, das würde mich sehr, sehr freuen. Oktopus, Clownfisch, Seepferdchen, blibla blub. Also einige interessante Begriffe eben hier rund ums Korallenriff dann. Ja, man kommt ins Korallenriff, vermute Mitte bis Ende November oder Anfang Dezember. Also auf jeden Fall denke ich schon noch im Jahr 2014 im nächsten Producer Newsletter, dann sollen weitere Infos folgen zum Korallenriff, möglicherweise auch das genaue Datum, wann es dann eben auch kommt. Es befindet sich ja hier in der Endphase quasi, also es ist im Prinzip schon fertig,
wenn man so sieht, von Big Point muss aber natürlich nur getestet werden, nicht, dass das irgendwie wie damals das große Panorama-Update etwas der Bug dann reinkommt. Und ja, halt wenn weiterhin vor das Bildchen dazu auftauchen, wie gesagt, kommt dann natürlich schnellstmöglich auch noch eine Gerüchteküche-Ausgabe. Soll es jetzt noch nicht ganz gewesen sein, dieses Mal, und zwar noch ein weiteres Gerücht, und zwar mit diesen Kisten. Dabei soll es sich um die Riffschatzkisten handeln. Zum einen die Riffschatzkiste leicht oder klein oder wie auch immer. Zitate daraus: Das Fliegengewicht unter den Schatzkisten, aber vollgepackt mit praktischer Farmausrüstung, mit Düngemittel und Handwerksprodukten. Dann haben wir das auch hier in Mittel, die Riffschatzkiste, und auch, ja, sie glänzt, ja, muss man sagen, hier Gold nach der größten, aber es gibt noch eine größere Schatzkiste, noch eine wertvollere. Jedenfalls diese, wie das funkelt, diese Schatzkiste, hat Handwerksprodukte und Düngemittel. Gut, hier sieht man auch Handwerksprodukte und Düngemittel, also möglicherweise noch weitere tolle Sachen dabei eben. Und dann die größte, die quasi richtig Diamant, noch ein bisschen wertvoller. Von Erntehelfer zur Düngemittel, diese Schatzkiste lässt selbst Captain Schwarte Becker von Neid erblassen. Ja, wer blasst ja nicht von Neid, wenn man das hier sieht. Ob es nur exklusiv für den fürs Korallenriff dann sein wird, diese Schatzkisten, oder auch generell so für die Farm oder für Bahamarama, ist auch noch nicht bekannt. Ob sich die Gehe kostet, blablabla. Mal schauen, wie gesagt, bis dahin dauert es noch ein bisschen. Dazu aber schon die ersten Bilder vorweg. Und damit soll es das jetzt gewesen sein mit dieser Gerüchteküche-Ausgabe. Dazu freut ihr euch schon aufs Comic-Event? Freuen ihr euch schon aufs WM-Pflanzen, Anpflanzen? Oder nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und von daher, was ist mit dieser Ausgabe von der Gerüchteküche. Danke fürs Zugucken. Euch noch einen schönen Tag und frohes Ackern weiterhin in Farmerama.